Ich habe euch erzählt, dass ich für meine Kids mal so eine Crossmaschine gekauft habe. Und da seht ihr das Bild von meinem Sohn, da war der 5. Und dann sind wir crossen gewesen und natürlich fällt der hin. Also der fällt nicht hin, der stürzt. Ja? Also hinfallen ist umfallen. Der stürzt, so, weil, warum auch immer. So, wenn der hinfällt, wenn der stürzt und der tut sich auch weh und der weint, dann gehst du als Vater auf die Knie, dann nimmst du ihn in den Arm, du tröstest ihn 30 Sekunden, dann hebst du die Karre wieder auf, kickst die an, setzt ihn wieder drauf und lässt ihn weiterfahren. Der darf gar nicht groß darüber nachdenken, was gerade passiert ist. Weil wenn der jetzt lange darüber nachdenkt, dann hat der Angst. Und dann kommt diese analytische Lähmung. Wenn ein Formel-1-Rennfahrer im Qualifying seine Kiste vor die Wand setzt, das Erste, was die machen, die bringen den sofort zurück in die Box und setzen ihn in das Ersatzfahrzeug und lassen ihn anschließend sofort wieder weiterfahren. Das Gehirn soll gar nicht auf die Idee kommen, diesen Unfall gerade zu analysieren und irgendwelche Angstzustände aufzubauen. Deswegen, wenn was schief läuft im Vertrieb, dann geht einfach hin und guckt, dass ihr direkt den nächsten Erfolg macht. Bleibt in der Akquise so lange drin, bis dass ihr den nächsten Erfolg habt. Aber hört nicht mit einem Misserfolg auf. Wenn ihr den Tag mit einem Misserfolg beendet, dann arbeitet der Kopf die ganze Zeit diesen Misserfolg durch. Und am nächsten Tag hast du das Ding verankert. Sorg dafür, dass du das Ende des Tages mit einem Erfolg machst. Guckt, wie ihr euch den letzten Termin legt. Das ist extrem wichtig an der Stelle. Ich habe nicht so viel mit der Kirche und der Bibel zu tun, aber Jesus sagt zu seinen Jüngern, die für ihn akquiriert haben, die in die Häuser, ja, ist so, die Jünger haben akquiriert, die sind in die Häuser, die haben die Gespräche geführt. Und er hat gesagt, wichtig ist, wenn ihr rauskommt, dann klopft den Staub aus euren Kleidern und schüttelt den Staub aus euren Sandalen. Damit ist nichts anderes gemeint, als wenn irgendwas schief läuft in so einem Gespräch, dass du das nicht mit dir rumträgst, dass du das abklopfst und dass du danach raus, auf zum Nächsten, nicht großen Überdachdenken, Attacke weiter. Der hatte übrigens auch eine Akquise-Systematik, ne? Die Direktansprache an der Haustür, erstes Gespräch und dann mussten die Leute im Grunde genommen in die erste Veranstaltung, das war sonntags der Gottesdienst. Und im Gottesdienst gab es, so, aber ihr kennt das, ne? Das ist eine Systematik. Heute funktioniert das so nicht mehr, aber früher war das eine gute Kiste.